Ich grüße euch, liebe Zuschauer, heute mit einer weiteren Ausgabe meiner Videos. Ich bin Eugen Minz aus Deggendorf, bin Yogalehrer und beschäftige mich zusätzlich mit Esoterik und Parapsychologie. Heute möchte ich wieder auf eine der Fragen antworten, die mir in meinen Videos gestellt wurden. Das Video geht über menschliche Vampire, über Energieaustausch, über Energieparasiten, über Egregoren und Larvas, die den Menschen Energie aussaugen. Und das Kommentar, das dazu geschrieben wurde, lautet folgendermaßen: Ich sehe mich auch als ein Vampir, mir gefällt das nicht, was kann man dagegen machen? Ist eine sehr gute, berechtigte Frage, und das Beste daran ist, dass der Mensch das Problem bereits erkannt hat und das einsieht, dass hier anderen Menschen Energie klaut oder die anderen Menschen halt provoziert, Energie zu verlieren und von dieser Energie lebt. Man müsste natürlich verstehen, warum die Menschen so werden. Also warum Menschen zu Energievampiren werden. Das passiert in erster Linie deshalb, weil die Menschen eigentlich gar keine Energie haben. Normalerweise müsste jeder Mensch bestimmte Energiekanäle haben oder an bestimmte Energien angeschlossen sein und von dort seine Energie schöpfen. Also das, was wir als Nahrung zu uns nehmen, das ist energetisch eigentlich nicht so wertvoll und ist eigentlich auch nicht die Energie, wegen der wir existieren. Jeder von uns ist eigentlich ein in sich geschlossenes Energiesystem mit bestimmten Energiekanälen. Und dieses Foto verdeutlicht etwas schematisch jetzt diese Tatsache, dass durch uns, durch den menschlichen Körper bestimmte Energien fließen. Der Mensch hat Energiezentren, die man als Chakren bezeichnet. Und diese Energiezentren kann man so wie als Energiespeicher verstehen. Also jedes Chakra hat eine andere Vibration, eine andere Frequenz und je nachdem, welche Energie ist, ob sie schwerer ist, wie kann sie unten gespeichert werden in den unteren Chakren. Wenn die Energie feinstofflicher ist, also die Frequenz höher ist, wird sie oben in den oberen Chakren gespeichert. Aber die Tatsache ist, dass nicht jeder Mensch Chakren überhaupt hat. Menschen, die halt unter sehr starkem so parasitären Einfluss oder vampirischen Einfluss stehen, denen werden die Chakren einfach entzogen, die Energie entzogen. Diese mittlere Linie, also die Sushumna, kann sich nach rechts oder nach links verschieben, sodass dieses Bild, was so einen idealen Zustand darstellt, in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr, sehr selten tatsächlich zu finden ist beim Menschen. Also es gibt Menschen, die gar keine Chakren haben, da wo die Energie gar nicht fließt, die nur, wie gesagt, eine Biomasse haben, aber energetisch sehr, sehr ausgelaugt sind und energetisch, sage ich mal so, gar nicht funktionieren. Man müsste dieses Bild auch vervollständigen. Jeder von uns sollte idealerweise seinen eigenen oberen Kanal haben, also die geistige, spirituelle Energie. Die Energie der Sonne kann man auch so sagen. Sie wird als Yang bezeichnet oder die Yang-Energie. Und jeder von uns sollte eigentlich seinen funktionsfähigen Yin-Kanal haben. Der ist eigentlich über die Fußsohlen angeschlossen oder die ja, Koppelstelle oder die Steckdose sind unsere Fußsohlen. Und wir können uns mit der Yin-Energie, also mit der Energie der Erde, über die Fußsohlen verbinden. Warum ein Mensch zu einem Vampir wird oder zu einem Parasit wird, weil er eigentlich seine eigenen Kanäle verloren hat, aus irgendeiner Art und Weise, weil er keine eigene Energie hat. Aber um existieren, braucht er natürlich Energie und dann beginnt er andere Menschen zu vampirisieren, also anderen Menschen Energie auszusaugen. Warum diese Kanäle verloren gehen, warum sie bei Menschen nicht funktionieren. Man muss verstehen, dass wir in einer technogenen Zivilisation leben, wo wir von sehr starken elektromagnetischen Feldern umgeben sind. Es existiert das HARP-System, die ganzen Satelliten, die WLAN-Funknetze, alles Mögliche, was um uns herum an Energiefeldern aufgebaut ist, stört eigentlich unsere Verbindung zum Himmel und zum Universum. Und es gibt eine folgende Theorie zusätzlich, dass vor einer sehr langen Zeit, speziell vom Mond, da dort bestimmte Wesen eindringlich gelandet sein sollen auf dem Mond. Und von dort haben sie diesen Schutzschirm, so einen bestimmten Schutzschild aufgebaut um die Erde herum, der uns eigentlich auch vom Kosmos oder die Menschen
von der Energie des Kosmos so abtrennt und kappt. Also wir sind wie in so einer Glocke gefangen und nach oben durchzudringen ist es eigentlich sehr, sehr schwierig. Also man müsste entweder sehr stark meditativ halt sehr starke meditative Fähigkeiten haben, um nach oben durchzudringen, lange und viel meditieren oder nach oben in die Berge gehen, wie das die tibetischen Mönche machen, weil die befinden sich mit ihren Klöstern hier irgendwo über diesem Schutzschild und können direkte Verbindung zum Universum aufnehmen, was man als Meditation bezeichnen kann. Also diese Verbindung aufbauen. Da wir auch alle in den Großstädten leben, mit Plastikschuhen laufen, sind wir nach unten auch isoliert sozusagen durch den Gummi, durch das Asphalt, in dem wir uns im Haus befinden. Wir haben praktisch über die Fußsohlen den Kontakt zur Erde verloren. Das kappt schon mal unseren Energiekanal von unten. Zum anderen gibt es hier auch technogene Vorrichtungen, davon habe ich auch in meinen früheren Videos erzählt. Das ist dieses CERN-System in der Schweiz, das angeblich irgendwelche Photonen, Atome, was weiß ich, die kleinsten Elemente des Universums beschleunigt und es arbeitet wie eine Kreissäge, kann man so sagen, und schneidet uns und unsere Verbindung zur Erde auch ab. Okay? Und der Mensch ist dann so eingekapselt, kann man so sagen, ohne Verbindungen, ohne Energiekanäle nach oben, nach unten. Natürlich hungert er dann irgendwo oder sein System ist hungrig und durstig nach diesen Energien. Es gibt aber Menschen, die eine bessere Energie haben als der Durchschnitt. Das sind Menschen wiederum, die sehr viel meditieren, die eine starke Verbindung zum Schöpfer haben, zum Universum, zum Gott haben. Das sind natürlich auch die kleinen Kinder, weil die Kinder, ihre Seele ist noch nicht vor allzu langer Zeit nach unten runtergekommen und die Kinder haben natürlich auch sehr starke Energiekanäle. Deshalb verwenden manche Systeme, also vor allem diese satanistischen Systeme, die Kinder entwenden, alle möglichen Rituale mit ihnen durchführen, die klauen oder entreißen den Kindern eben ihre geistigen Kanäle, ihre Verbindung zum Universum, vampirisieren die Kinder sozusagen und leben so als Treibstoff, leben anhand dieses Treibstoffes und viele Systeme, viele alte Kulte, also satanistische Kulte existieren eben nur wegen dieser Energie der Kinder. Ohne diese Energie könnten sie hier auf der Erde gar nicht existieren. Und ein jeder Mensch von uns, der wo diesen Energiemangel verspürt, sucht irgendwo Energiequellen, meistens sind es andere Menschen, versucht sie irgendwie zu manipulieren, zu reizen und die Aufmerksamkeit zu gewinnen, um auch so ein kleines Energiepotenzial zu entreißen. Und wie ich es schon sagte, der allgemeine Energielevel in unserer Gesellschaft sehr, sehr miserabel ist, fängt es schon in der Familie an, wo Kinder bzw. die Eltern ihre Kinder vampirisieren, die Großeltern die Enkel vampirisieren und so geht es hin und her. Man hat so ein sehr, sehr kleines Energiepotenzial und darum wird gekämpft um dieses Energiepotenzial. Deshalb haben wir Streits, Scheidungen und alle möglichen Schwierigkeiten und Probleme in unseren Beziehungen, in unserer Familie. Wäre der allgemeine Energielevel oder die allgemeine Energieebene ein bisschen höher, ein bisschen besser, würde wir friedlicher miteinander umgehen, harmonischer miteinander umgehen. Wir würden unsere Energie uns gegenseitig schenken können und müssten die Energie jetzt nicht sie gegenseitig durch Streitereien und sonstiges entreißen. Wenn Sie jetzt sowas feststellen, dass Sie langsam zu einem Energievampir geworden sind, müssen Sie als erstes oder in erster Linie versuchen, diese Kanäle zu aktivieren. Also ohne diese Aktivierung wird es meiner Meinung nach gar nicht funktionieren. Um den oberen Energiekanal zu aktivieren, müssen Sie zum Beispiel Yoga betreiben, mehr meditieren, Gebetspraktiken betreiben, wenn Sie sich einer bestimmten Religion zugehörig fühlen. Für sich auch in eurem Inneren jetzt ohne irgendwelche Zuhilfenahme von Religionen euren eigenen Bezug, eure eigene Verbindung zum Gott und zum Schöpfer aufbauen. Das wäre schon mal das Erste. Also, und das heißt auch, wenn man genug Liebe gegenüber dem Schöpfer, gegenüber dem Universum aufgebaut hat, der Schöpfer liebt ja dann einen zurück. Das ist, dass man in Resonanz mit dem Schöpfer kommt. Und der Schöpfer, also diese Schichten zu durchdringen, das ist für ihn so ein Fingerschnipsen. Also wenn der einzelne Mensch, der kleine Praktiker zum Beispiel, der versucht zu meditieren, versucht nach oben rauszukommen und der wird von diesen technogenen Systemen von oben abgeschirmt,
dann ist es für den Schöpfer ein leichtes, zu diesem Menschen durchzudringen. Wenn der Mensch so ein, so, sage ich mal, Hilfesignal oder so ein Signal zu dieser Resonanz nach oben aufruft. Also das ist tatsächlich möglich. Dadurch würdet ihr ein größeres geistiges oder spirituelles Energiepotenzial aufbauen. Was zum unteren Kanal zu sagen ist, natürlich ist es die Natur. Das ist das A und O, das ist die Grundlage. Wir sind alles lebendige Wesen. Wir sind biologisch nicht Technogen, leben aber in so einem technogenen Käfig. Wir müssen wieder in die Natur raus, so oft und so viel wie möglich aus der Großstadt heraus mit der Erde kommunizieren, uns erden, barfuß laufen, irgendwie auch einen Garten anlegen, wäre auch eine gute Möglichkeit, um direkt mit der Erde zu kommunizieren und mit der Natur zu kommunizieren. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Energiekanäle, dass man diesen Kontakt zur Erde wieder aufbaut. Natürlich kann man das auch durch Meditationspraktiken, wie soll ich sagen, diese Kanäle aufbauen nach unten zur Erde. Man müsste dann aber fast täglich praktizieren, eine sehr lange Zeit praktizieren, und man muss so einen bestimmten Zustand gewinnen können. Das ist auch alles Erfahrung, da braucht man einen sehr guten Lehrer, man braucht ein sehr gutes Körpergefühl, dass man wirklich spürt, dass man sich an diese Energien angeschlossen hat. Das ist etwas schwieriger, das ist, sage ich mal, die zweite Klasse. Die erste Klasse ist tatsächlich so, dass man herausgeht, öfters in wilde Gewässer zum Baden geht, wie gesagt, öfters barfuß läuft auf dem Gras und dementsprechend so weit, wie es geht, von der Großstadt heraus. Also das sage ich immer wieder, das ist meine Empfehlung in sehr vielen Videos. Also versucht euch zu erden, versucht von unten diese Energie aufzubauen. Und wenn ihr dann wieder wie eine Batterie zu funktionieren beginnt, dass ihr oben euren Energiekanal habt, dass die Energie vom Universum durch euch hindurchströmt, dass ihr von unten eure Energiekanäle aufbaut, dass die Energie der Erde durch euch hindurchströmt und Plus und Minus wieder aktiviert ist, könnt ihr mehr Energie aufbauen. Und dann könnt ihr entsprechend, wenn ihr viel von dieser Energie habt, vom Vampir zu jemand werden, der seine Energie schenkt. Von solchen Menschen haben wir natürlich leider viel zu wenige heutzutage. Und ein Mensch, der dann so ein bisschen über den Level, über den Durchschnitt energetisch dann aufgebaut ist, natürlich kommen dann viele Menschen zu ihm mit Anrufen, mit Fragen. Und irgendwie lässt man ihn nicht in Ruhe, dass man sich schon gezwungenermaßen irgendwo abkapseln muss, mal für sich alleine sein muss, um diese Energie wieder aufzubauen. Es ist natürlich gut, das zu erkennen und sich selbst zu spüren. Wo nehme ich Energie her? Wo gebe ich Energie ab? Natürlich passiert es immer so, dass wir irgendwie Energie nehmen und Energie abgeben. Das ist, wenn das ein Geben und Nehmen ist, ist es kein Vampirismus. Also selbst erfahrene Praktiker, wenn sie mal energetisch nicht so gut sozusagen dastehen, für eine kurze Zeit vielleicht, können Sie mit der Gruppe zusammen eine Gruppenmeditation machen, mit der Gruppe praktizieren und der Energielevel gleicht sich irgendwo wieder aus. Natürlich muss man sich dessen im Klaren sein und diese Energie dann, wenn man jetzt eine gute Energie hat oder die Kanäle gut arbeiten, meinetwegen, dann die Energie wieder zurückgeben. Bei einem Nehmen und Geben ist das nichts Schlimmes. Also wir sind ja alles lebendige Wesen, wir sind alle miteinander verbunden. Es passiert ständig Energieaustausch zwischen uns. Aber wenn ein Mensch so lebt, dass er nur nimmt, dass er die Energie den anderen entzieht, aber nicht zurückgibt, dann verwandelt er sich langsam, langsam für einen Vampir, in einen Vampir. Warum die Menschen noch keine Energie haben? Es ist tatsächlich so, wenn wir die Aura eines Menschen betrachten, die halt eigentlich funktionsfähig sein sollte, im Idealfall, wenn Schutzschild funktionieren sollte, ist das so, dass die Aura des Menschen zerrissen ist, sehr viele Löcher aufweist und die Energie eigentlich dadurch herausströmt. Das passiert zum einen wieder durch diese technische Strahlung, die auf uns einwirkt, durch die elektromagnetischen Felder, durch Starkstromfelder und alles Mögliche an Technik, was um uns herum passiert. Zum anderen sind das unsere Gedanken und unser Verhalten, was unsere Aura kaputt und löcherig macht. Also das ist zum einen unzüchtiges Verhalten, unsittliches Verhalten, unmoralisches Verhalten, alles, was gegen die Würde des Menschen geht, alles, was gegen das reine Gewissen des Menschen geht, solche Verhaltensweisen bringen auch dazu, dass
wir in einer bestimmten Frequenz vibrieren, also in einer schlechteren Frequenz, und wir kommen dann in Resonanz mit, ja, in Anführungsstrichen Dämonen oder parasitischen Energiewesen oder Geistern, kann ich mal auch so sagen. Und durch diesen Prinzip der Resonanz haften sich an uns und entziehen uns diese Energie, entziehen uns diese negativen Emotionen, diesen Ärger, diese Wut, diesen Neid, was wir empfinden. Und das macht unsere Aura ebenfalls löcherig. Das ist wie so ein zerrissenes Hemd, und ein zerrissenes Hemd kann kein guter Schutz sein für euch energetisch. Deshalb fließt Energie ab, neue Energie kommt nicht ran, und man wird dann wie so ein Jäger, sage ich mal so. Man sucht sich Menschen, man sucht sich Opfer, denen man Energie entziehen kann. Leider sind es dann unschuldige Wesen, die niemand was zuleide tun. Die sind halt eher oder gerne als Opfer da gesehen. Das sind halt Menschen, die sich nicht wehren können. Wenn man einem Vampir die Zähne zeigt und halt so Widerstand zeigt, wird er aufhören, mit diesen Versuchen, euch zu vampirisieren. Wenn ihr seht, dass jemand euch energetisch angreift, euch vampirisiert oder parasitiert, sollt ihr und müsst ihr sogar euch dagegen wehren und müsst euch also lösen von dieser negativen Verbindung, vielleicht von dieser negativen Beziehung auch, von der Kommunikation mit den negativen Menschen. Es sei denn, ihr seid energetisch so gut, sage ich mal, euer Zustand ist energetisch so gut, dass ihr ruhig ein bisschen Energie abgeben könnt. Aber wer kann das von sich heutzutage schon behaupten? Ein anderer Fall, wo wir Energie verlieren oder Wesen, die uns parasitieren, unsere Energie entziehen, sind die ungeborenen, abgetriebenen Seelen oder Kinder. Zum Beispiel, eine Frau hat Kinder abgetrieben. Ein-, zweimal, dreimal, ein paar Mal, nehmen wir mal an. Dann gebärt sie Kinder im Nachhinein, hat zwei, drei Kinder, und die Kinder leiden ihr ganzes Leben lang, wissen nicht warum. Diese Kinder können sich im Leben nicht realisieren. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten, sie haben Schwierigkeiten mit der Gesundheit, sie haben Schwierigkeiten in der Beziehung. Das passiert, weil diese Energieeinheit, die mal ein Mensch werden sollte, also der Körper wurde abgetrieben, aber die Seele bleibt irgendwo da, und diese Seele hat keinen anderen Ausweg. Also sie müsste hier, keine Ahnung, 50, 60, 100 Jahre lang leben, sich hier realisieren, diese Seele, einen festen Körper aus Fleisch und Blut bekommen. Das ist aber nicht passiert, und die Seele bleibt hier stecken in dieser Welt, und sie muss auch von irgendwas leben. Also sie braucht auch ihre Energie, und dieser Seele bleibt nichts anderes übrig, als sich an die Familienmitglieder, also an die lebendigen Familienmitglieder zu denken, zu hängen. Meistens sind es halt Kinder dieser Frau oder diese Frau selbst, und dann passiert dieser Vampirismus. Also diese ungeborene Seele lebt irgendwo in der Familie mit, bleibt im Familienegregor dabei und entzieht den Familienmitgliedern, dem einen nach dem anderen, Energie. Und deshalb können sich dann die Kinder oder die Enkel dieser Frau nicht realisieren, weil an ihnen sozusagen das ungeborene Geschwisterchen irgendwo hängt. Da gibt es auch Fälle, und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die davon betroffen sind. Und also diese Energieeinheit, die bleibt und lebt auch von der Energie der Familie. Also das ist auch Energieverlust im Großen und Ganzen. Und dafür gibt es auch bestimmte Meditationen, die langwierig sind, die schwierig sind, die nicht von heute auf morgen passieren, um energetisch Kanäle zu öffnen, damit diese Seelen ihren Weg weiter beschreiten können, damit sie dann früher oder später wieder reinkarnieren können. Ansonsten ist es so, dass euch diese Seelen energetisch immer wieder runterziehen werden, und ihr werdet wieder unter Energiemangel leiden und wieder Menschen suchen, Opfer suchen, denen ihr Energie entziehen könnt. Zum einen oder zum anderen, ihr müsst euch irgendwo verkriechen, leiden, weinen, traurig sein für euch selber irgendwo und sehr schlecht euch realisieren können. Deshalb meine, wie soll ich sagen, es war schon immer meine Meinung, es ist meine Meinung, die ich immer vertrete: Abtreibungen sind Mord. Von erster Sekunde der Zeugung an ist die Seele schon da, der Energiekanal ist aufgebaut, die Seele ist hier, die bereitet sich auf ihr Leben vor. Und Abtreibung zu jeder Minute der Schwangerschaft ist ein genau der gleiche Mord, wie wenn man sein Kind mit 18 Jahren oder mit 10 Jahren meinetwegen umbringt. Also das ist für eine Mutter nicht mehr denkbar, wenn das Kind da ist, wenn sie das Kind sieht. Aber komischerweise treiben immer noch viel zu viele Frauen ab. Es war auch früher so, dass man sehr viele nur Kinder ungeboren abgetrieben hat.
und man leidet, also die Familie leidet sehr, sehr, sehr lange darunter. Also versucht das zu verstehen, zu verinnerlichen, wenn es bei euch dazu kommt, worauf ich gar nicht hoffe, dass bei euch die Frage steht, abtreiben oder nicht. Auf keinen Fall abtreiben. Es wird ein schwieriges Leben, ein hartes Leben sein, wenn das Kind da ist, wenn das vielleicht ungewollt ist oder aus sonstigen Gründen es passiert ist, dass die Schwangerschaft da ist. Aber euch wird es unter diesen Schwierigkeiten immer noch viel besser gehen, als wir, wenn ihr das Kind abtreiben werdet. Und dann werdet ihr leiden, also Kinder werden leiden, eure Enkelkinder werden leiden, weil die Menschen nun mal diese esoterischen und parapsychologischen, wie soll ich sagen, Techniken und Methoden nicht kennen. Sie sind nicht fähig, diese Methoden auszuführen, um sich davon zu befreien, um die Energie wieder in Ordnung zu bringen. Deshalb, naja, macht keine Fehler bitte in dieser Hinsicht. Und zum anderen komme ich noch kurz darauf zurück. Geht mehr in die Natur raus, kommuniziert nach oben, meditiert, macht Yoga, Tai Chi, Qigong, was euch lieber ist, was euch näher steht, geht raus in die Natur, kommuniziert durch eure Füße, durch eure Fußsohlen mit der Erde, geht baden, kommuniziert mit dem Wasser, mit dem ganzen Körper, verbindet euch mit der Natur. Ansonsten werdet ihr energetisch hungrig und Energiemangel leiden und dieser energetische Mangel, der wirkt sich so aus, dass nach und nach dann Krankheiten entstehen. Und krank möchte von uns keiner sein, also trifft präventive Maßnahmen, macht etwas, bevor es dann zu spät ist. Okay, ich hoffe, es war ein kurzer, aber interessanter Beitrag für euch. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen an mich. Ich werde gerne sie beantworten und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.